Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier eine Marke, die kennt man nur, wenn man so ein bisschen in Special-Parfümerien, glaube ich, unterwegs ist. Und zwar ist es der Bio-Droge-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 79 Euro und soll einen Warenwert von irgendwie 165 oder so haben. Und der sieht gar nicht so wertvoll aus, wenn man den so hat, weil er so klein ist eigentlich, ne? Aber das soll ja nicht irgendwie täuschen. Ich bin mal gespannt, was wir hier so alles drin finden dürfen. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Bio-Droge ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie exorbitant krasse Verpackungsdesigns oder so machen. Man hat die auch manchmal in so Special-Boxen wirklich mit drin, also da oder Apothekenboxen und so weiter. Da weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht ganz so günstig ist. Cleansing Makeup Remover Balm ist hier das erste Produkt. Das finde ich nice. 14 Gramm sind hier drin. Das ist eine richtig schöne Reisegröße. Und da ich bald verreise, werde ich den wahrscheinlich mitnehmen. Das finde ich klasse, weil du hier halt eigentlich ein relativ leichtes Produkt hast mit 15 Millilitern, wo du keinen Glastiegel oder so hast. Das ist eigentlich relativ reisefreundlich als ersten Schritt vom Double Cleansing. Am 2. Dezember geht es hier auch schon direkt weiter mit einer Ampulle. Ich liebe Ampullen. Das ist von Biodroga die Effect Care Hydra Boost Concentrate Ampulle. Da sind 2 Milliliter drin und sowas kann eigentlich jeder Hauttyp echt gut gebrauchen. Und sowas verwende ich dann auch ganz gerne anstelle von einem Serum zum Beispiel, ne? Und wir haben hier auch noch eine Abbrechhilfe quasi mit dabei. Das kann man ganz gut gebrauchen, ohne dass man halt seine Finger kaputt macht, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir alle Handampullen drin, wenn ich das richtig gesehen hatte oder richtig im Kopf habe. Das ist die Vitamin Boost Concentrate Ampulle. Und hier haben wir auch 2 Milliliter drin enthalten. Und hier kann ich mir vorstellen, dass da sowas wie Vitamin C oder sowas drin ist. Wobei, dann wäre das eine nicht ganz so durchsichtige Ampulle, weiß ich noch nicht genau, welches Vitamin dann da entsprechend meine Haut zum Strahlen oder zum Boosten bringen soll. Diese Kamera kommt aktuell nicht so ganz mit ihrem Leben klar, ne? Weil die immer so versucht zu fokussieren, links, rechts, oben, unten. Hier haben wir die Nummer 4. Ah, okay, es doppelt sich. Hier haben wir nochmal die Hydra Boost Ampulle, also wieder Feuchtigkeit. Am 5. Dezember haben wir hier eine Lifting Boost Oil Concentrate Ampulle mit 2 Millilitern. Sowas wird dann wahrscheinlich auch einfach mal sehr nährend sein, sodass die Haut dann auch eine Schutzschicht bekommt, damit dann auch keine Feuchtigkeit aus der Haut ausdünsten kann quasi. Der 6. Dezember darf gerne was Besonderes sein, denn das ist der Nikolaustag. Hier haben wir eine 24-Stunden-Pflege mit 15 Gramm drin enthalten. Und ja, das wird dann für morgens und abends eine schöne Gesichtscreme sein. Muss ich mal ausprobieren. Und Anti-Age soll die wirken. Hier steht jetzt leider nicht drauf, womit die dann entsprechend ist. Das muss ich mir dann nochmal online durchlesen. Am 7. Dezember haben wir nochmal eine Hydra-Boost-Ampulle. Okay, da scheinen wir tatsächlich jetzt auch ein paar Doppelungen drin zu finden, ne? Das ist ja jetzt 3-mal schon drin gewesen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir wieder einen Vitaminboost für uns. Finde ich persönlich aber schön. Also ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Sorten die so im Sortiment haben. Ich finde es immer ganz cool, wenn man halt eine Sache halt einmal drin hat. Also wirklich komplette Doppelungen sind nicht ganz so mein Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Sortiment von Biodroga jetzt nicht so riesig ist, sodass sie dann halt auch einfach gar nicht die Möglichkeit hätten, den Adventskalender anders zu befüllen. Oder das sind halt Sachen, die halt mega beliebt bei den Kunden sind, ne? Dass es halt ein kundenorientierter Adventskalender dann gemacht wurde. Weiß ich nicht. Ja, denn auch in der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über eine Hydra Boost Ampulle freuen. Okay, das ist schon relativ häufig. Wir sind am 9. Dezember und haben schon an 4 Tagen diese Hydra Boost Ampulle drin gehabt. In der Nummer 10 darf es dann mit dem Lifting Boost weitergehen. Das ist ja diese Oil Control oder Oil Ampulle, nicht Oil Control. Und am 11. Dezember haben wir nochmal Hydra Boost drin. Das ist schon sehr häufig, Leute. Sehr, sehr häufig. Als hätten die das wirklich in jedes zweite Kläppchen reingepackt, ne? Muss das so? Bestimmt. Am 12. Dezember zur Halbzeit bekommen wir nochmal den Vitaminboost für unsere Haut als Ampulle. Und natürlich am 13. Dezember ein Hydra-Boost. Zum 14. Dezember haben wir dann unsere Lifting-Boost-Ampulle wieder drin. Ich glaube, das geht jetzt immer so weiter, oder? Ja, denn am 15. Dezember haben wir wieder die Hydra-Boost-Ampulle am Start. Zum 16. Dezember bekommen wir einen Vitaminboost. Das ist irgendwie nicht ganz so abwechslungsreich, muss ich gestehen. Denn eine Woche vor Heiligabend gibt es nochmal einen Hydra-Boost am 17. Dezember.
Ja, am 18. Dezember haben wir dann was anderes drin, und zwar die Mask Sensation Lifting Boost Mask. Das finde ich schon mal schön, ne? 15 Milliliter sind hier drin, und ich hätte mir von diesen Produkten wirklich mehr in dem Adventskalender erhofft, aber ich meine, dass auch hier mal wieder online stand, was drin ist. Ich versuche mich ja immer überraschen zu lassen, ne? Das ist nicht immer positiv, aber gut, so kann ich euch auf jeden Fall sagen, was im Adventskalender drin ist. Eine Gesichtsmaske finde ich immer sehr, sehr schön. Verwende ich halt super gerne. Also Crememasken verwende ich morgens. Und das hilft mir einfach auch wirklich, dass mein Gesicht entknittert und entschreddert wird. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Manchmal sieht das echt wild aus, wenn ich morgens aufstehe. Zum 19. Dezember haben wir eine Lifting Boost Ampulle drin. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Das ganze Adventskalender-Konstrukt zerfällt. Denn hier haben wir die Vitamin Boost Ampulle drin. Aber er enttäuscht uns nicht. Auch wir Beständigen werden glücklich gemacht. Am 21. Dezember gibt es nämlich nochmal die Hydra-Boost-Ampulle. Während am 22. Dezember der zweiten und letzten Schnapszahl noch eine Lifting-Boost-Ampulle drin ist und dem Gesicht vor der Weihnachtseskalation, nennen wir es mal so, noch ein bisschen mehr Nährung gibt. Nahrung, ein bisschen mehr Fülle. Ein Tag vor Heiligabend haben wir einen vertrauten Bekannten, nämlich unsere liebe Hydra-Boost-Ampulle, die uns hier nochmal ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Während wir an Heiligabend selber etwas ganz Besonderes erleben dürfen, und zwar die Premium Selection High Performance Cream. Auch hier sind 15 Milliliter drin. Das dürfte auch aus einer ziemlich edlen Reihe von Biodroger sein. Und das finde ich schön. Auch hier steht leider nicht so wirklich drauf, was das so machen soll und was das so ist. Aber auch das lässt sich ja alles online recherchieren. Das sollst du dir einfach auf dein Gesicht geben. Ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall was. Wohingegen ich sagen muss, der Adventskalender an sich ist doch relativ eintönig. Es sei denn, du bist jemand, der so oder so Biodroger hart feiert, der ein absoluter Fan ist und vor allem auch diese Ampullen so sehr feiert, dass man sagt, okay, 20 Mal hätte ich gerne eine Ampulle und vier andere Produkte bin ich happy mit, ne? Also das ist so ein bisschen wie der Babo-Adventskalender, nur halt vier Sachen sind eben keine Ampullen wahrscheinlich. Wie soll ich das sagen? Ich finde ihn interessant, würde ihn aber als Adventskalender nicht ganz so feiern. Da bin ich tatsächlich nach wie vor eher bei dem Dalton-Adventskalender, weil da hast du zwar auch allerhand Ampullen drin, aber es sind alles unterschiedliche und du hast auch noch super viele andere Produkte, um das Sortiment kennenzulernen. Weil ich finde, mit diesem Adventskalender habe ich das Biodroger-Sortiment jetzt noch nicht so ganz so kennengelernt. Ob wir hier preis-leistungstechnisch gut auflegen, ich denke schon, weil so eine Ampulle, die hat ja auch ihren Wert. Auch die einzelnen vier Produkte, die hier so mit dabei sind, ne? Ich glaube schon, dass wir hier einen guten Wert drin haben, weil die Marke auch nicht günstig ist. Aber wie gesagt, ich finde ihn doch relativ langweilig. Das ist für mich jetzt nicht ein Adventskalender, sondern eher so ein Set, ne? So ein kleiner Einkauf, den man halt dort macht bei der Marke. Ich möchte gerne mit solchen One-Brand-Adventskalendern die Marke ja kennenlernen. Naja, aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen schwierig, dass die gar nicht so viel im Sortiment haben. Doch, ich denke schon. Ich muss nochmal recherchieren, aber ich hab von denen doch schon mal viel mehr gesehen. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.